Hallo Leute, Rookie hier. Ja, willkommen zurück zu meinem Borderlands Version 0.2 Let's Play. Tag 22. Ja, wo sind wir denn eigentlich gerade? Wir sind, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, sind wir auf einer Tankstelle in der Nähe von der zweiten Absprungzone. Genau. Wir haben das alles schon gelootet, aber es war eben stockdunkle Nacht und deswegen wollten wir da jetzt nicht weiter. Weil tagsüber, ganz in der Nähe, sind wir auch schon von zwei Anacondas, also zwei gleichzeitig. Das hatte ich ja vorher überhaupt noch nicht gehabt. Zwei Anacondas überrascht worden. Also das ist schon... Eieiei. Mittlerweile bin ich wirklich gut ausgerüstet, gerade diese AK, dieses Schnellfeuergewehr, was ich da habe, das ist schon wirklich gut. Hat, wie viel hatte das Steckplätze? 6 gehabt? 7? Weiß nicht genau, auf jeden Fall ziemlich gut ausgerüstet. Also das Ding ist richtig gut. Genau, so, jetzt warten wir noch, bis das Ganze sich aufgebaut hat. Jo, wir sind da. Genau, das sind wir. Wir werden schon wieder von so einem Geier hier mal begutachtet. Ja. Wo ist er da? Also? Jetzt habe ich ihn. Ich schätze, das hat ein paar Zombies hier auch mit in die Nähe geschickt. Deswegen werden wir da mal ziehen. Anaconda ist gesehen. Die ist glücklicherweise hinter der Mauer. Wollte nicht sterben, der Typ. Und das ist nur eigentlich ein Typ, ne? Ja, da hatten wir auch vorhin ein bisschen Glück gehabt mit diesen beiden Anaconda. So,
kurz ein bisschen von der erhöhten Position ein bisschen gucken. So, irgendwo da hinten ist quasi, schauen wir mal, alles muss, das ist nicht weit. Das ist nicht weit. Ist dieses zweite Looting Crate. So. Oh, ein bisschen Fleisch mitnehmen. Gibt gerade ein Steak oder so. Oh, 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 ich sehe was, ich sehe was. Alter Schwede. Alter Schwede. Eine fette Form.
dieses Geräusch kommt von diesen Super-Zombies. Das muss ich mal diesem anderen Mod-Autor mal sagen. Da muss er mal gucken. Ob er das fixen kann. Ah, das war durchaus eine gute Menge an Zombies. Ich habe hier meine Waffe fast durchgeschossen. Mal kurz gucken, wir haben 7 Stück, ja, und deswegen ist das Ding so gut. So, da war doch. Guti. So. Nächster Versuch. Und wir haben ja auch gleich 3 Fahrzeuge, die wir uns ebenfalls mal kümmern wollen. Aber es scheint erstmal, muss man hier. Yeah.
Da ist übrigens auch der Sublime. Bin mir aber gar nicht sicher, ob das auch tatsächlich der Grund ist für diese Mengen an Zombies hier. Eine schöne Farbe, ja. Legendäre Waffe. Allerdings nur mit 4 Mod-Slots. Dann sage ich mal doch nein, danke dazu. Weil sage ich jetzt mittlerweile grundsätzlich nein, danke. So, wir sind wieder online. Und gucken mal, was haben wir dann da? Munition. Zwar eher nur Stil, aber 1300, das ist ganz ordentlich. Advanced Barrel, zwar leider nur in grün, den hätte ich jetzt gerne lila gehabt, aber trotzdem gerne. Eine Hunting Rifle ist nicht so relevant und für eine Hunting Rifle eine einfache Magazinerweiterung, ja, brauchen wir nicht. Trotzdem sind wir natürlich dankbar für alles, was wir hier in unserer Firma kriegen. Das versteht sich. Trotzdem nehmen wir hier kein Dings an. Und auch hier eine Hunting Rifle. Auch wenn die einen relativ guten Schaden macht und das mit einer Magazinerweiterung durchaus hilfreich ist, das Teil. Aber ich nutze ja kaum die richtige Sniper. Und deswegen brauchen wir das jetzt hier erstmal nicht. Die AK, die wir haben, macht guten Schaden und hat eigentlich auch eine brauchbare Reichweite und vor allem ein wesentlich größeres Magazin.
eigentlich in allen Dingen wesentlich besser geeignet für alles. So, mal gucken, hatten wir hier auch, haben wir auch auf solche guten Schadenserweiterungen. Hatte ich doch gesagt. Heute ist der nächste dran. Ist aber wieder ganz schön weit weg. Müssen wir mal gucken. Scheint mir hinter diesen Bergen zu sein. Also mal gucken, wie wir reinkommen. Das soll wohl ein kleiner Wasserfall sein da vorne. Aber ich kann mich nicht erwehren. Das schaut so aus, als wenn das Wasser nach oben fließen würde. Oder? Was meint ihr? Das fließt doch ganz klar hin zur Brücke und damit nach oben. Naja, wir sind im Zombieland, also von der Seite aus ist das alles, hat es schon seine Wichtigkeit. Munition. Sehr gut. Da fließt ein Dolly-Bahn. So, nun gut, wie schaut denn das eigentlich aus mit unseren anderen Vorräten? Die Steine und Eisen. Eigentlich ganz in, naja, nur 1800 Steine. Geben aber nicht sehr viel, oder habe ich einfach noch nicht viel gemacht? Das kann natürlich auch sein.
So. Ich stehe immer noch. Dann mal weiter. Ja, und der Kill-Counter ist irgendwie schon wieder resettet worden. Was bedeutet, den kann man eigentlich nicht wirklich nutzen. Für große Anzahlen von Zombies. Das ist also quasi auch etwas, was ich leider anpassen muss. So, das reicht jetzt aber. Das scheint mir da dahinter gewesen zu sein. Versuchen wir mal hier durchzufahren. Das funktioniert. Gehen wir mal hier hinten rum. Wenn wir irgendwo was looten können, wollen wir natürlich immer stoppen. Auch wenn das natürlich, ja, wie immer die Zombies auch auf den Plan ruft. Also die Zombie-Anzahl ist, ich wiederhole das und betone das nochmal, nur maximal fünfmal so viel. Und das wird weniger, je höher die tatsächliche Zombie-Anzahl wird. Das heißt, im späteren Verlauf wird es dann nur noch doppelt so viel oder gar nur noch 1,3-mal so viel, wie es eigentlich auch im Originalspiel ist. Die Schwierigkeit von diesen Zombies hier ist, dass es teilweise eben diese schnelleren Zombies gibt und teilweise diese schweren Zombies gibt. Zwar langsam, aber haben wesentlich mehr Hitpoints.
einfach dieser Mix macht das Ganze, ich finde es wesentlich interessanter, aber natürlich auch ein bisschen schwieriger. So, gucken wir mal rein. Ach, das ist nur so ein kleines Haus, das ist gut. So, die Frage ist somit, wie sind wir nach oben gekommen? Nur von außen. Das bricht ein, davon bin ich, gehe ich aus. Wie machen wir erstmal das da hier? Ja. Hab ich geschafft. Ja. Das hat sich jetzt nicht gelohnt. Gut, weiter geht's. Da kommt jetzt ja wieder eine, schnell da angekommen. Das klang jetzt wie eine Schlange. Da ist er. Konnten wir sogar looten.
das Ding hier. Was ich meine? So. Das ist ein interessantes Poli, das kenne ich. Auch wenn wir jetzt schon oder erst 5:30 haben, da bin ich ein bisschen drüber. Das ist eine Art Schrottplatz. Gibt eine Menge an. Ein Loot, nicht unbedingt hochklassig, aber eine Menge. Und wir wollen ja so spielen, dass man wirklich alles, oder so gut wie alles mitnehmen. Also viel zumindest. Jo. Gut. Mir scheint, als sollte ich hier nicht dahinter. Das sind jede Menge. Wieder voll? Echt jetzt? Wow. Nicht zu fassen, wir sind schon wieder voll. Ist ja Wahnsinn. Holen wir mal das Motorrad rein und tun schon mal wieder ein bisschen was.
So. Wie schaut es denn aus? Wir haben sogar zwei Autotoiletten da, die wir dann mal für die Nacht. Wäre doch was. Für die Nacht hier quasi nehmen könnten. Gut, das ist alles, was zum Verkaufen ist. Also mal rein damit. Mittlerweile auch ein Loch drin. So, okay. So, gut. Gesagt, hier ist eine ganze Menge los. Viermal die gleichen Mädels. Tanzgruppe, ne?
den Eindruck, dass da auch so eine Mine ist, ne? Hinten sind noch Zombies, ich sehe das. Noch Schlafende, die sollte man mal nicht so schnell wecken. Allerdings den Wagen trotzdem wegkommen. Denn diese Fahrzeuge sind wie riesige C4-Bomben. Will man nicht in der Nähe sein. Thank you.
Gut. Gut, hier, das sind jetzt eigentlich. Aber wollen die unbedingt hier rein? Wegmachen. Thank you.
So. Oh Mann. Gut. Das schaut ja schon mal. Ich hoffe, dass meine Türme permanent nur die Tiere angreifen. Was natürlich irgendwie bescheiden ist. Ich das mal so sagen darf, denn das sollten sie ja eigentlich nicht tun, aber das ist im Moment noch ein Programmierfehler, also noch nicht richtig vollständig implementiert, wie auch immer. So. Ich glaube, ich kann hier nur froh sein. Dass hier keine richtige Nachtrolle herkommt. Denn das wäre wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte. Aber eine Horde hatten wir ja heute schon am Anfang. Also wir sollten uns da jetzt auch nicht beschweren, dass wir da jetzt zu wenig an Action oder sowas hatten. Ich denke, das hatten wir auf jeden Fall nicht. So. Jetzt nähern wir uns doch mal diesen. Zombie da hinten. Beziehungsweise setzen ihn schon mal außer Gefecht.
die was sehen da oben. Sehr schön. Haben wir ja doch hier zwei. Zwei Waffen gehabt. Und auch wenn diese Autoturret hier nicht ganz so toll ist, ist er auf jeden Fall eine riesige Hilfe. Gucken wir mal. Oh, was passiert? Allerdings 400 Schuss hat er hier niedergemäht. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch schon eine ganze Menge. Ich will mal hier nicht, dass die hier so viele Munition da haben. Sonst habe ich ja nichts mehr. Das haben wir hier bereits. Hatte ich hier für welche gehabt? Sogar die gute. Das reicht aber auch. Dann brauchen wir die im Vergleich.
Einfach als zusätzlichen Schadenslieferant. Ja, mal gucken später. Auf jeden Fall aufpassen. So. So, hei, 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 hei. Ich glaube aber fast, dass das jetzt schon wieder eine gute Zeit ist, dass wir an der Stelle mal quasi beenden können. Es ist ja schon wieder früh am Morgen. Wir haben auch schon wieder weit über der Stunde durch. Deswegen denke ich mal, dass wir hier an der Stelle Stopp machen. Genau. Jo, dann, ich hoffe, euch hat es gefallen. Waren zwei Horten dabei. Und wir hatten mal die Turrets im Einsatz. Waren sehr hilfreich. Genau. Das ist auch wieder bereit. Sehr schön. Okidoki. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.